So, da sind wir beim Obst- und Gemüse-Tipp. Ja, Peter, was hast du hier wieder alles aufgebaut? Das ist ja unglaublich. Ja, es ist einfach Bärenzeit jetzt, auch wenn der Sommer nicht so sonnig ist. Die Ernte ist reichlich. Es gibt eine ganze Variante an Beeren. Himbeeren, Erdbeeren gibt es immer noch. Johannisbeeren, Stachelbeeren, für die, die es etwas saurer mögen. Und natürlich vor allen Dingen heute die Kulturbeeren, die Heidelbeeren und die Originalvariante aus dem Wald, die Waldbeeren. Ich komme ja mit dem Essen gar nicht hinterher. So viele Sachen gibt es hier. Wann ist denn Erntezeit von den Beeren? Ja, wir sind jetzt also mittendrin. So seit 2, 3 Wochen hat die Ernte angefangen von diesen Sommerbeeren. Die geht jetzt so bis Ende Juli, Anfang August. Dann ist es so, dass mittlerweile durch die Lagertechnik und durch spezielle Sorten Johannisbeeren zum Beispiel auch noch länger kultiviert werden und auch dann in spezieller Lagerweise länger gehalten werden können im Kühlhaus, dass man sie auch noch später bekommt. Aber am besten ist es jetzt frisch zuzuschlagen. Sie sind am leckersten, sie sind am preiswertesten jetzt. Also auch wenn man Marmelade machen möchte oder selber mal einen leckeren Likörchen sich selber aufsetzen möchte, jetzt zuschlagen, jetzt macht es besonders viel Spaß. Das ist doch schön, am besten direkt vom Strauch in den Mund, oder? Das ist doch das Beste. Ja, genau, direkt vom Strauch in den Mund ist das Beste. Deshalb haben wir auch auf dem Hof selber natürlich einige Sträucher. Und wenn im Moment die Kindergruppen kommen, gehen wir auch gerne dann raus auf die Felder und ernten selber mal mit den Kindern. Das macht besonders Spaß jetzt bei dem Wetter, wenn man mal die Regenpausen nutzt und dann selber mal ernten kann. Das ist gut. Wir wollen heute den Schwerpunkt ein bisschen auf die Heidelbeere legen oder die, wie du schon eben gesagt hast, die. Weißt du? Ja, es gibt, also Heidelbeere ist der Überbegriff und da gibt es einmal die kultivierte Heidelbeere, die auch Kulturbeere genannt wird. Das sind ja die dicken Blauen, so heißen sie auch hier. Richtig, der Unterschied die ist, dass die dicken Blauen, genau. Im Gegensatz zu den Waldbeeren sind das viel dickere Früchte. Und die Waldbeeren färben also sehr stark beim Essen auch. Da sieht man, hat man schnell eine blaue Zunge, blaue Zähne, weil sie ganz viel Anthocyane besitzen, die auch tierisch gesund zwar sind, aber nicht jeder mag das, wenn der Mund dann nachher blau ist. Und die gezüchteten Beeren, die haben eben diese Anthocyane nicht und deshalb färben die nicht den Mund, sind nicht ganz so sauer auch, dadurch eben eher so zum Puressen geeignet, worüber dann allerdings, wenn man einen Kuchen machen möchte oder was kochen möchte, da sind die richtigen Waldbeeren viel aromatischer, kräftiger im Geschmack noch und da sind die dann zu empfehlen. Man denkt jetzt, die Waldbeeren, das hört sich ein bisschen natürlicher an. Sind die Waldbeeren besser als die kultivierten? Ja, wie gesagt, ich habe ja gesagt, besser sind sie nicht unbedingt. Das eine ist eher zum Backen, die Waldbeeren. Haben noch mehr Vitamine. Beides ist sehr vitaminreich, aber diese Anthocyane sind bei den Waldbeeren nur enthalten. Ansonsten ist die Kulturbeere eben so als Snack zwischendurch auch total lecker und mindestens genauso gut. Das musst du nicht zweimal sagen, da nasche ich hier direkt mal. Du hast hier auch 5 wunderschön dekorierte Gläser mitgebracht. Du warst wieder fleißig. Ja, genau. Hast nicht nur geerntet. Wenn es doch mal ein wärmer Sommertag wird, ist sowas Leichtes ganz schön. Deshalb habe ich mal so eine Joghurt-Bärencreme mitgebracht, die wir schnell gezaubert haben. Das ist also auch wirklich ruckzuck gemacht. Man nimmt einfach Joghurt und rührt den dann zusammen auf mit Zitrone, mit Gelatine, wird das Ganze dann verstärkt. Ein bisschen Zucker da rein, schlägt parallel noch ein bisschen Sahne und Eiweißscheif, was dann untergehoben wird, dass das auch schön luftig wird. Und dann wird das Ganze angerichtet, am besten in so einem Sektglas hier. Unten reinkommen ordentlich Heidelbeeren, oben drauf verziert mit einem Minzblatt das Ganze. Ist ein schnell gemachter, leckerer, leichter Sommersnack, der richtig gut ist an so einem schönen Sommerabend. Das Auge isst ja natürlich mit. Ja, klar. Ja, großartig. Das hört sich ja eigentlich relativ einfach an und das Produkt? Total simpel gemacht ist das halt und ist für eine schöne Sommerparty draußen gesund. Naturjoghurt drin, Zitronensaft drin, alles gesunde Sachen und eben auch noch die extra Portion Frucht dabei. Großartig. Das könntest du verkaufen. Super, hat sich gelohnt, deine Arbeit in der Küche. Die alles entscheidende Frage, besonders für die Frauen, wie gesund sind denn die? Die kultivierten Beeren und die Heidelbeeren beide, an sich. Beide tierisch gesund, also sie halten Provitamin A, das ist nicht in vielen Früchten enthalten, was gut ist für die Haut und auch für die Augen. Außerdem sehr, sehr viel Vitamin C, richtige Vitamin C-Bomben sind die, dass auch die Sommergrippe uns verschont. Für den Magen sind sie gut, deshalb Hildegard von Bingen hat sie schon früher als Heilkräuter eingesetzt, weil sie eben auch die Schleimhäute schonen und ist also richtig viel Gesundes drin und deshalb ist es nicht nur lecker, sondern auch gesund, richtig zuzuschlagen dabei. Das ist richtig gut. Das ist also das Rezept schön musst du mir geben. Ja, man kann Rezepte gibt es wie immer auf der Homepage bei uns, gertrudenhof.info. Da gibt es dieses Rezept und ganz viele Bärenrezepte dann auch zum Nachlesen, wer dann jetzt mal Lust bekommen hat, nachzubacken. Super. Wir haben noch ganz kurz Zeit. Sag uns doch mal, wo kriege ich denn die Beeren am besten? Wo kann ich die kaufen? Ja, am besten natürlich direkt da, wo sie wachsen, direkt beim Landwirt oder natürlich Kulturbeeren anbauen ist gar nicht schwer. Wenn man ein Stückchen Garten hat, kann man sich auch selber ein paar
Heidelbeersträucher oder auch Himbeersträucher machen. Dann kann man auch mit den Kindern selber mal ernten, wenn jetzt die Zeit ist. Super. Und hat richtig das vom Strauch direkt in den Mund hinein. Danke, Peter. Es war wunderschön, hat gut geschmeckt. Wir haben sehr viel gesehen, auf jeden Fall. Und wie immer informieren auf der Internetseite. Ja, Rheinzeit ist vorbei. Schön, dass du da warst. Wir essen noch ein bisschen. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.